Windelwechsel macht sie zu 99,9%. Wenn Hund oder Kind mal kotzt, mache ich das zu 99,9%. Zu 100%. Zu 100%. Da gehe ich nicht dran. Der größte Glücksmoment? Die Geburt? Unser Kind braucht Fleisch. Viel Fleisch. Naja, jetzt habe ich festgestellt, unser Kind mag gar kein Fleisch. Axolotl, bravo! Axolotl! Axolotl! Wenn wir ein glückliches Paar sind, sind wir auch glückliche Eltern. Genau. So, das ist Moritz Inambard. Das ist der jüngste Spross, der aus dem Hause Bart. Unsere beste Kreation. Beruf so. Ja. Er isst. Ja, das Ereignis des Monats ist, er kann jetzt von alleine essen. Ja. Er kann einen Löffel vernünftig von seinem Teller zu seinem Mund führen, ohne zu schlabbern. Ja, wir müssen fast gar nicht mehr putzen. Der Hund findet das total schlecht. Ja. Die letzten überraschenden Worte von Moritz waren Mama Tussi. Ja. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, ob er das irgendwann mal beiläufig hat fallen lassen oder ob er irgendwas falsch ausgesprochen hat. Auf jeden Fall Mama Tussi. Mama Tussi war sehr, sehr überraschend. In welchem Stil versuchen wir den Moritz zu erziehen? Wir sind streng. Streng, ja. Wir sind streng und diszipliniert und wir sind konsequent. Also das haben wir gelernt. Das zieht sich durch unser ganzes Leben wie ein roter Faden. Wir sind auch sehr liebevoll, aber wenn er was nicht darf, dann darf er das nicht und dann gibt es das auch nicht ums Verrecken. Und wenn er eine halbe Stunde auf dem Boden kreist, dann legen wir uns dazu und haben total Verständnis für ihn, aber dann gibt es das einfach nicht. Er konnte alles, Oma, Mama, Mister, konnte alle Namen sagen, dass er dann am Ende irgendwann endlich Papa gesagt hat. Also bei mir hat er sich so ein bisschen Zeit gelassen, das war mein größter Glücksmoment. Und deiner? Ich finde eigentlich die ganze Situation momentan total glücklich. Also ich kann da nicht das an einem Moment festmachen. Momentan macht es einfach super viel Spaß. Er ist halt jetzt knapp über anderthalb und er fängt an zu sprechen. Man kann mit ihm interagieren und seitdem ist es eigentlich einfach nur Fun. Also ich finde jede Sekunde mit ihm total toll. Ich habe Riesenprobleme gehabt, ihn anzuziehen, weil ich einfach keine Lust hatte auf Bärchen und Autos und Captain Sharky und sowas. Ja, und blau ich und pink. Ich wollte ihn einfach cool anziehen. Also er ist immer rockig, er hat immer irgendwie eine Kette hier oder irgendeinen coolen Hut an und immer schöne Hoodies und Baggy Pants. So hatten wir halt ein echtes Problem. Also ich habe das meiste in Australien oder in Amerika oder in England bestellt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns selbstständig gemacht haben und jetzt selber halt rockige Babyklamotten machen. Rockige Babyklamotten, die halt organisch sind und. So viel Öko wie möglich. Also das Lieblingsspielzeug von Moritz ist das Hasi. Das Hasi hat er seit seiner Geburt und ohne das Hasi geht auch gar nichts. Er kann nicht schlafen ohne den Hasen. Ja, und das iPad ist... Wird halt strikt rationiert, weil es irgendwann nur noch iPad gab und Hasi war dann irgendwann auch egal. Ja. Deshalb wurde das iPad rationalisiert und heißt jetzt, das iPad ist kaputt. Bei uns gibt es keinen Zucker im Haushalt, also so wenig wie möglich. Ist natürlich nicht ganz vermeidbar, aber halt versuchen auf eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung zu achten. Dies aber auch nicht, wie es auch viele andere tun, was wir so im Umkreis und in Büchern und in Fachzeitschriften lesen. Dann dieses übertriebene Ökologie durchzuboxen, also das versuchen wir nicht. Wir versuchen ihn eigentlich so zu ernähren, wie ein normaler Mensch sich ernähren sollte. Wie wir den Moritz ins Bett bekommen? Ganz super, eigentlich ganz einfach. Wir haben damals mit ihm, darf man das sagen hier? Ja, man darf sagen, wir haben jedes Kind kann schlafen gemacht und auch wenn das eine harte Methode ist und es uns das Herz zerrissen hat, der Moritz ist glücklicher damit, der geht ins Bett, wir legen den abends um 6, er geht jeden Abend um 6 ins Bett, wir sind Freunde von festen Ritualen. Wie nehmen wir uns Zeit für uns? Was machen wir dann? Also, Oma! Ja, ein großes Hoch auf die Oma, ein Riesenhoch auf die Oma. Ja, im ersten Jahr habe ich mich total schwer damit getan, ihn abzugeben, weil ich gedacht habe, es ist die Bindungsphase. Ich brauche ihn noch bei mir und ich mag ihn nicht abgeben. Seitdem er etwas über ein Jahr ist, gehen wir regelmäßig aus. Wir machen Party oder wir gehen essen. Wenn wir ein glückliches Paar sind, sind wir auch glückliche Eltern. Genau. Und einmal im Monat ist für alle okay. Wir haben eine Putzfrau, wir sind ja selbstständig und kümmern uns überwiegend um den Kleinen. Wir vermeiden halt generell irgendwie Unordnung und ansonsten kochen wir gerne gemeinsam, ne? Oder? Sehr passend, wir vermeiden Unordnung. Und dann kommt ein Fussel. Hast du einen Fussel gefunden, Schnuckel?